Moin moin Leute, es geht weiter mit Dirt Rally Etappe Nummer 4 der Deutschland Rally. Wir steigen natürlich wieder ein. Die letzten drei Rallyes problemlos gepackt. Und jetzt sind wir mittags unterwegs im Flugzeugring. Und ich meine, es ist ein bisschen heller geworden. Klar, mittags, ne? Die Sonne steht höher, ist logisch, aber ich meine so von der gesamten Optik her deutlich heller. Und da werden wir auch sofort reingeworfen. Da ja, wie gesagt, der Boxenstopp immer alle zwei Etappen hier sind. Oder ist, wie auch immer. Mal gucken, welche Etappe hier. Ich glaube, die sind wir auch schon mal gefahren. 1000%ig bin ich mir nicht, aber zumindest die Hahnal so früh, das kommt mir bekannt vor. Ja, da sind wir schon mal gefahren. Kann mir zwar hier nichts mehr zusammenbauen, gedankenmäßig, aber wenn ich das so 2 Meter vorher sehe, dann passt das schon. Boah. Boah. Ja, hart anbremsen. Ich weiß, war das nicht die Deutschland Rallye mit dem WRC-Fahrzeug? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war ja bevor ich die Season hier gestartet bin. Das ist ja mal ewig her, Alter. Übrigens habe ich diesen Opel Kadett letztens im Video gesehen, bei so einer Oldschool Rallye. Ohne Witz, ne, der hat sich fast genauso angehört wie der im Spiel. Also haben die insgesamt richtig gut getroffen, die Jungs von Codemasters. Aber der ging auch so verrückt ab wie der hier im Spiel. Boah! Leicht touchiert. Ich glaube, leichte Blessuren da, aber kann man so jetzt nicht sehen. Immer Schwein gehabt, da hätten wir aber frontal kleben bleiben können. Ich bremse mal lieber ab, ey. Weil manchmal solche langgezogenen Kurven, ne, die sind teilweise so übel. Da denkst du, ja, das klappt schon. Und dann bist du irgendwie auf dem höchsten Punkt der Kurve und auf einmal trägst dich voll nach außen und du hast keinen Platz mehr. Da bremse ich lieber mal. Anstatt nur vom Gas zu gehen. Ja. Strecke war mir bekannt, daher fucking easy. 17 Sekunden. Not bad. Oh, da gibt es noch Ölleck. Oh, am Ende der Rallye, beziehungsweise im letzten Drittel, da gibt es schon ein paar Probleme hier. Elektronik ausgefallen, Radlager abgenutzt, Fehlzündung. Ja, ja. Problems über Problems. Ja, 1 Minute 28. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann können wir mal ordentlich Remi Demi machen. Oder Remi Demi machen ohne. Pardon. Ohne viel zu verlieren. Oder wir machen ein bisschen langsam. Ne? Je nachdem, ob ich die Rallye-Etappe kenne oder nicht, da werde ich dann spontan entscheiden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zur nächsten Etappe der Rallye Deutschland.